folgende Text ist entstanden nach einigen Sommer-, Herbst-, Winterschlussverkäufen mit meiner Freundin. Und deshalb heißt er des Freundens neue Kleider. Einkaufscenter Erdgeschoss. Wir betreten den Starbucks. Ich gehe eigentlich nie zu Starbucks. Ebenso könnte ich mir einen Instant-Kaffee machen und dabei 10 Euro verbrennen. Meine Freundin ist als Erste dran. Ich hätte gerne einen Mochaccino Vanilla Strawberry Flavored mit Sahne und Chocolate Topping Venti. Ich muss gestehen, dass ich kein Wort verstanden habe. Die Verkäuferin anscheinend schon. Ich bin dran. Ich hätte gerne einen Kaffee. Verständnislos blickt die Verkäuferin mich an. Sie müssen sich etwas von der Tafel über mir aussuchen. Ich hätte gerne einen großen Kaffee mit Milch und Zucker. Der war gut, aber mal im Ernst, verarschen kann ich mich auch selber. Ich nehme also einen Blaubeermuffin und hole mir beim gerade neu eröffneten Snipes ein gratis Red Bull. Danach gehen wir zum DM. Meine Freundin trifft eine ihrer Freundinnen, kreischt, umarmen sie sich. Ich gehe kurz mit dir was gucken, kannst du so lange das Fahrzeug für mich holen? Bevor ich antworten kann, ist sie verschwunden. Ich mache mich also auf zum Regal mit der Aufschrift Haarpflege. Ratlos stehe ich vor Europair Conditioner Frizz East Traum Locks Breaker, die Anti-Frizz Lotion, Daily Oil, Elixir Clean, Naked Volume Shampoo von Flansburg, das Wonder Oil Care. Ich stelle mich vors Regal und warte auf meine Freundin. Wo bleibst du denn? Und sie angelaufen. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob du blond, glossy, blond, more glossy, blond oder even more blond, glossy, blond Shampoo brauchst. Sie verdreht die Augen. Komm, ich mach. Sie nimmt eine Flasche, öffnet sie und riecht daran. Riecht das gut? Geht. Okay. Und das? Besser. Das habe ich aber schon. Ja, dann nimm das andere. Das riecht aber nicht so gut. Wer hätte es sagen sollen, das andere riecht gut. Tut's aber nicht. Sie stellt die Flasche zurück und kauft gar keins. Ihre Freundin steht vor dem Make-up-Regal und schminkt sich mit Testern. Ich glaube, sie wohnt hier. Einkaufscenter, erster Stock. Wir schlendern an den Schaufenstern vorbei. Oh, schau mal, wie süß, quiekt meine Freundin. Antworte ich und schaue weiter wie gewandt auf die Live-Übertragung des Champions-League-Spiels. Ich setze mich auf die Bank vor dem Fernseher. Willst du jetzt ernsthaft 90 Minuten hier sitzen und das Scheißspiel schauen? Es sind nur noch 20 Minuten, die anderen 70 waren wir im DM. In diesem Moment stellt sich ein unglaublich dicker Fußballexperte vor den Fernseher und fängt an, seine Meinung kundzutun. Ich stehe auf und gehe. Im Augenwinkel sehe ich, wie meine Freundin dem Mann 10 Euro zusteckt. Einkaufscenter, zweiter Stock. Als wir uns noch ein gratis Red Bull bei Snipes holen, sehe ich, wie ein Junge stolpert und sein Red Bull über ein T-Shirt schüttet. Er muss es kaufen. Der viele Verkaufsstrategie, denke ich, und verlasse schnell den Laden. Meine Freundin will zu H&M. Hier, halt mal, sagt sie. Und hängt mir 8 T-Shirts über den rechten Arm. Das auch, sagt sie. Und hängt mir 4 Pullover über den linken Arm. Kurze Zeit später folgen 4 Jeans, Leggings und noch ein Schal. Eine junge Frau kommt her, fängt an, mich zu drehen, um sich die Sachen genauer anschauen zu können. Sie nimmt einen Teil. Gibt das auch in S? Linker Ringfinger, antworte ich. Eine Mitarbeiterin kommt, bangt ein paar Teile ab und fängt an, die neue Kollektion einzuräumen. Meine Freundin erscheint mit ein paar völlig anderen Sachen. Hab alles, sagt sie. Ich räume die T-Shirts zu den Hosen und die Hosen zu den T-Shirts und folge ihr zur Kasse. Wir holen uns noch einen Red Bull bei Snipes. Wieder zu Hause mache ich mir einen Instant-Kaffee und verbrenne 10 Euro. Dankeschön. Wo bleibst du denn? Kommt sie angelaufen. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob du blond, glossy, blond, more glossy, blond oder even more blond, glossy, blond Shampoo brauchst. Sie verdreht die Augen. Komm, ich mach. Sie nimmt eine Flasche, öffnet sie und riecht daran. Riecht das gut? Geht. Hoffe ich. Und das?